Hallo und einen wunderschönen guten was auch immer und ich begrüße euch zu einem Klassiker auf dem C64. Es ist Arkanoid oder Arkanoid, wie man will, eine Spielhallenumsetzung von Taito und es ist das gute alte Breakout im neuen Gewand gewesen, was uns damals präsentiert wurde. Und man kann sowas am besten spielen mit einem Analogregler, was ich damals nicht hatte. Ich hatte nur einen Joystick, aber jetzt besitze ich Pedals. Und deswegen wollte ich es mal wieder probieren, ob das jetzt besser geht. Ist ja nur schon 30 Jahre her oder so. Lassen wir mal gucken. Mehr darüber seht ihr nach dem Intro. Und willkommen zurück. Da sind wir, das ist der Option Screen. Wir haben Pedals und wir haben einen Spieler. Und wir haben einen Feuerknopf, den wir drücken müssen. Die Ära und die Zeit dieser Geschichte ist unbekannt und das Mutterschiff Arkanoid wurde destroyed, zerstört. Ein kleines Raumschiff konnte entkommen und versucht nun Rache zu nehmen oder so. Wollen wir mal sehen. Das zittert so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass vielleicht die Pedals einfach alt sind oder ob das nicht besser geht. Keine Ahnung. Ich habe bis jetzt ein einziges Spiel mit Pedals gespielt. Ich hatte mir damals vom App Store extra Pedals ausgeliehen, um Panic Analog zeigen zu können von RGCD damals. Oh, drei Bälle. Ja, bleibt trotzdem nur bei einem. Weil das eben nur mit Pedal ging. Aber ich hatte keine eigenen. Ich habe die dann erst später bekommen. Ich habe da dann irgendwann mal welche geschossen. Die sind ja auf eBay doch sündhaft teuer. So, hier ist eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob die im Original auch so ist. Aber man muss den C, also das Collect-Item, aufnehmen, um den Expander überhaupt zu bekommen. Ja, sonst kommt das E nicht oder nur sehr selten. So. Grafisch und vom Sound her finde ich, ist das eine gute Umsetzung. Ich mag die C64-Geräusche eigentlich von allen Versionen, die ich kenne, mit am liebsten. Oh, das war natürlich nicht so gut. Und ich habe mir die Freiheit erlaubt, mal ein bisschen zu cheaten. Seht ihr, da kommt das schon wieder. Weil ich weiß nicht, wie ich mich hier so anstelle. Normalerweise, zumindest früher mit dem Joystick, war ich ziemlich mies in diesem Spiel. Ja. Und ich will ja mal ein paar Levels mehr sehen. Oh, das wird gerade ganz schön schnell. Ah, okay. So ein S hätte ich jetzt vorhin mal gebraucht. S ist Slow, C ist Collect. Ich dachte immer, es wäre ein G für Glue, wie Kleber. Ja, das war jetzt schade. Musste ich mich entscheiden. Reicht wieder nicht. Ja, kriegen wir wieder einen. Aber jetzt. Nein! Ah, das war blöd. Ja. Ist ja kein Problem, wir haben ja einen Live-Cheat. Jetzt ein Slow aufzunehmen, das wäre dann doch eher doof. Als das Spiel damals erschienen ist, also ich kannte ja die Spielhallenvorlage vorher nicht, war das ein schöner Ansatz, das zu erneuern. Ja, erstens mal mit den Soundeffekten und der schönen Grafik. Sieht alles ein bisschen futuristisch aus. Und eben mit diesen Extras und den beweglichen Elementen hier, die das Ganze etwas unberechenbarer machen. Naja, als ob das nicht schon unberechenbar genug wäre.
Ja, also mit so einem Paddle zu spielen, das fühlt sich schon ganz anders an. Schon allein, weil man eben viel schneller, flexibel reagieren kann. Ja? Beim Joystick ist man immer, hat man immer die gleiche Geschwindigkeit bei der Bewegung, nach links und nach rechts. Und beim Paddle kann man eben auch mal ganz schnell von einer Seite auf die andere huschen. Oh, wir haben ein extra Leben aufgenommen. Also ein Slow wäre jetzt vielleicht gar nicht so doof gewesen. Wow, das ist natürlich schwierig. Man kann das auch ein bisschen anschneiden. Ah. Aber bei den Geschwindigkeiten ist das natürlich schwierig auszukalkulieren. Ah, genau vorbei. Ein Präzisionsschuss daneben. Ah, zack. Na, immerhin. Das ist dann immer nervig, wenn man noch den einen letzten Stein oder die letzten zwei Steinchen treffen muss. Ah. Das dauert dann immer. So, jetzt ist es nur noch einer. Ah, komm schon. Ich weiß nicht, wie viele Versuche hatte ich denn jetzt schon? Hätte ich den Level jetzt ohne Cheat geschafft? Möglicherweise, vorausgesetzt, ich krieg das hier mal noch gebacken. Ja, nein. Das könnte... Quatsch. Doch nicht. Ah! So, jetzt gucken wir mal. Wie schießt der eigentlich? So. Ah, bisschen weiter drüben, es hat gelangt. Naja. Also müssen wir uns weiter in Geduld üben. Es gibt ja auch so ein extra Item, wenn man das aufnimmt, geht rechts einfach ein Portal auf. Ach so, muss ich ja noch zweimal treffen. Und dann kann man in den nächsten Level. Es kommt natürlich nie dann, wenn man es sich am meisten wünscht. Ja, also, geht doch. Ach ja, richtig. Genau. Wir sollten zusehen, dass wir den hier gleich... Ja. So. Ja. Das E war zu verlockend. Egal. So, machen wir hier oben weiter. Gut. Drei, verdammt. Ach, da geht der Expander, geht dann flöten. Okay. Wenn man was Neues aufnimmt, verliert man die Erweiterung. Mhm. Naja, gut. Ich habe ja immer lieber Crackout gespielt. Nur allein, weil das Musik hatte. Da lief Musik beim Spielen. Und ich fand die Gestaltung von Crackout auch recht interessant. Vielleicht mache ich mal so eine Reihe nur mit Breakout-Spielen. Obwohl, das langweilt euch wahrscheinlich sehr langsam, sehr schnell. So allmählich. Hier tut sich ja nicht so. Also ich glaube, ich habe schon mal ein Breakout-Spiel gemacht. Dieses Impulse X auf dem Jaguar. Das hat nun nicht so viele Zuschauer gehabt, glaube ich. Wobei ich halt nicht weiß, ob es am Breakout lag oder weil der Jaguar so ein Nischensystem ist. Ja.
Aber wenn das Video nicht so viele Leute anklicken von vornherein, dann kann es nicht am Inhalt liegen, sondern einfach am Thema vermutlich. Wahrscheinlich habe ich nicht unbedingt einen Nerv getroffen damit. So, komm her. Genau. Sehr gut. Aber das hier ist ja ein Klassiker. Und es ist C64. Ich bin jetzt halbwegs optimistisch, dass das Video doch noch den einen oder anderen Zuschauer finden wird. Bin ich ziemlich sicher. Mit Paddle, also es fühlt sich wirklich gut an. Ja, dieses kleine Zittern, das ist jetzt keine Störung in dem Sinn. Es ist halt eine optische Unschönheit, wenn es still steht. Wo ich auch jetzt, wie gesagt, nicht weiß, ob mein Paddle vielleicht einfach zu oll ist. Oder ob das schlecht programmiert ist. Das kann ich nicht sagen. Na komm. Den einen kriegen wir jetzt auch noch klein. Nein! Knapp daneben ist auch vorbei. Ah! Jetzt. Sehr schön. Und was haben wir denn hier? Auch erstmal hier durch. Nein! Das sind jetzt, glaube ich, welche, die gar nicht weggehen, kann das sein? Ja, genau. Da war ich schon zu schnell mit dem Paddle jetzt. Das habe ich gemeint, genau. Und weg, nächster Level. Sehr schön. Wie viel Level hat das Spiel eigentlich? Das weiß ich nicht. 32? Auf jeden Fall sehen wir jetzt gleich den nächsten. Das ging ja schnell. Den kenne ich gut, der ist bekannt, der ist auf der Packung abgebildet. Das ist jetzt natürlich ein hartes Stück Arbeit. Wenn man die alle doppelt treffen muss, das dauert. Und der nächste. Das ist natürlich sehr hilfreich. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Ah. Lässt jetzt meine Präzision nach, weil ich mich darauf verlasse, dass ich unendlich Leben habe? Ich bin mir nicht sicher. Da wollte ich zu viel. Ich habe gedacht, ich krieg das extra und die Kugel. Ah, das ist nicht so schlimm. Sehr gut. Oh, das ist zum Beispiel ein Manöver gewesen eben. Das wäre mit dem Joystick nicht gegangen. Ja. Genau. Oh. Ja, die Enden von unserem Minischiffchen, die sind eher durchlässig. Ja, die Ecken sind ja abgerundet. Das heißt, man sollte sich nicht allzu sehr darauf verlassen. Wirklich effektiv ist nur der Mittelteil. Nächster Level. Ich glaube, 32 sind's. Wo sind wir denn jetzt? Nummer 7. Möglicherweise könnte ich mit diesem Video alle Level zeigen. Mal gucken, wie lange ich brauche. Sehr gut. Nein, das wollte ich nicht. Gut.
Allein dieses Geräusch, wenn der sich dann auch verbreitert, das mag ich unheimlich gerne. Die Soundeffekte sind toll. Heute noch. Ich könnte mir das auch einen ganzen Tag anhören. Ich finde das überhaupt nicht langweilig. Außer, dass Musik fehlt. Das Spiel ist total toll. Es ist auch irgendwie ein zeitloses Design. Und Breakout geht auch irgendwie immer. Ich glaube, so ziemlich auf jedem System, egal wie alt es ist, gibt es Breakout-Spiele. Auch auf der PlayStation 4 und auf dem PC oder sowieso. Ja? Und ich wette auch auf der Xbox One. Ganz bestimmt. Könnt ihr mir mal schreiben? Weil mit dem Ding kenne ich mich nicht aus und mit der PS4 auch nur am Rande. Weil ich fast nur die Sachen spiele, die so gratis im PSN sind. Ja, aber da könnt ihr mir mal erzählen. Gibt's ein gutes Breakout für die PlayStation? Oder für die Xbox One? Schön. Wenn man dann immer versucht, taktisch auszuweichen, weil man natürlich seine Erweiterung nicht verlieren will. Im Attract-Mode, ja, da ist der Computer natürlich super intelligent, weil er bewegt sich einfach immer nur auf der X-Ebene mit der Kugel. Wie soll er sie da auch vermeiden? Verfehlen. Oh, dann haben wir mal wieder normal gespielt. Ohne ein Fluchtgimmick. Ach, das sind nur die paar da in der Mitte, die wir treffen müssen. Das ist natürlich hart. Da reinzukommen, das ist natürlich schon ein Ding. Mal gucken. Noch drei. Ach ja, jetzt wird es natürlich schneller. Das ist natürlich tödlich, wenn man nur die begrenzte Anzahl Leben hätte. Ist man da natürlich ganz schnell am Arsch. Na komm, wir waren schon so nah dran. Nein! Knapp daneben. Immer der Stein daneben wird getroffen. Was kann ich denn da jetzt machen? Kann ich da jetzt was machen? Jawoll! Läuft. Runde 9. Ja, schade. Aber wir kriegen ja bestimmt gleich ein frisches E. Ja, da am Ende alle die letzten zu treffen, das wird interessant. Also wer das ohne Leben Cheat weit spielen kann oder gar durchspielen kann, der hat meinen allergrößten fetten Respekt. Weil das bekäme ich nicht hin. Ich käme ohne Cheat nie so weit. Auch nicht mit Pedals hier jetzt. Ah. Den unteren Stein da in diesen Enklaven zu. Oh nein. Obwohl, das ist vielleicht gar nicht mehr so blöd. Dann kann ich mich besser positionieren. Kann das klappen? Das kann. Na, nicht ganz. Okay, ich dachte, der fährt woanders hin.
Wow. Wieder mal so ein Manöver, das mit dem Joystick nicht geklappt hätte. Das ist jetzt natürlich hartnäckig, ne? In beiden Enklaven jeweils nur den unteren Stein erwischen. Das ist schwer. Und langwierig. Trifft's aber auch nicht ganz. Oh Gott, hätte ich nur den Level Skipper eingestellt. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Blöd. Juhu! Ja, wieder nix. Jetzt vielleicht, jetzt vielleicht. Nein, nein. Komm schon, nur noch der eine Stein. Kann doch nicht so schwer sein. Immer noch nicht. Verdammt. Millimeterarbeit. Tschum, 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 tschum. Nein, ich wollte eigentlich an die Wand. Das ist anstrengend. Und jetzt stellt euch vor, ihr hättet nur drei Leben. Geht doch. So, jetzt wie bringen wir den da oben rein? Nein, es war zwar schön gedacht, aber es hat nicht geklappt. Manchmal durchrauscht, wenn man im falschen Eck erwischt hat. Ah, schon wieder. Eieiei. Ich muss doch nur da oben rein. Kann doch nicht so schwer sein. Versuchen wir es mal so. Ich will ihn immer anschneiden und krieg die Ecke nicht. Jetzt! Na also! Ah, wollte ich rein. Genau. Und da drin bleibst du jetzt gefälligst auch. Bitte. Das ist schon mal hilfreich. Ja, bisschen slow ist vielleicht auch ganz gut. Man weiß ja nie, weil wenn der da oben rauskommt und ist zu schnell, dann ist schnell Schicht im Schacht.
Wieso kriege ich eigentlich kein E? Sonst kriege ich ja immer ein E. Nein! Achtung! Oh Gott! Bleib da drin! Du sollst da drin? Nein! Ich hab's geahnt. Ah, wie ätzend. Das wird wahrscheinlich im weiteren Spielverlauf nicht besser. Wie soll ich sagen? Der bleibt ja jetzt nicht da drin. Dann muss ich wieder mit einem ganz, ganz steilen Winkel da reinbringen. Da ist ja echt blöd bei. Ich kann mir vorstellen, dass ich das nachher ein bisschen vorspule. Das ist sehr, sehr, sehr nervig. Wird viel nachbearbeitet. Jawohl, jetzt aber. Genau. Und jetzt bleibst du wieder da drin, bitte. Was sagt's denn? Ja, mit drei Bällen geht das natürlich noch schneller. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Jawohl. Ach du Schande, wo geht's denn da rein? Ach so, das sind alles so Doppelsteine. Nee. Hä? Ach so. Soll es heißen, ich muss jetzt auch noch raten, welcher Stein der ist, den ich noch abräumen muss, oder was soll das bedeuten? Das heißt, da ist irgendwo ein Stein, der mich dann quasi in das nächste Viertel reinlässt. Der muss weg. Nee, doch nicht. Ach, die müssen einfach nur viel, 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 viel öfter getroffen werden. Das ist ja grauenvoll. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Na, wie oft? Niemand weiß es.
ja nicht. Das ist ja echt gemein. Wer denkt sich sowas aus? Ach ja, richtig, die bei Taito. Na komm, wie beim Pinball, Multiball. Oh ne, er wird da langsamer, aber stimmt ja, ich verliere ja auch meine Erweiterung. Ja, oh. Zu weit. Hallo Shiri. Katze ist aufgestanden. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr langwierig wieder hier. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich die Dinger überhaupt noch treffen muss. Ah, ich weiß ja nicht. Oh, ein Erfolgserlebnis. Ah. Wie gewonnen so zerronnen? Ich habe jetzt aber schon mehr von dem Spiel gesehen, als ich in den ganzen Jahrzehnten gesehen habe, seit ich es kenne. Ganz einfach, weil meistens beim dritten Level spätestens Schluss war. Deswegen bin ich da doch relativ entspannt. Weil ich ja einfach nur mal wissen will, wie sich das spielerisch so anfühlt. Und das hier zum Beispiel, das ist echt fies. Ja? Und da frage ich mich auch, wie man das bestehen soll mit drei Leben. Ja? Man braucht so lange, um diese Steine abzuräumen, weil man sie so oft treffen muss. Und für sowas sollten die Leute Geld in Automaten werfen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und das war ein Hit. Also das haben viele Leute gespielt. Ich hatte das dann irgendwann mal als Automat selbst. Das war mein erster Arcade-Automat. Aber kein richtiger. Es war nur so ein Standardgehäuse mit der Platine eingebaut. War ich ein bisschen enttäuscht dann. Hat aber auch nicht viel gekostet. Deswegen war es nicht so schlimm. Aber selbst mit Freispielen bin ich nie so weit gekommen. Wahrscheinlich habe ich es aber auch nie probiert, so richtig. Ah, komm schon. Es sind doch nur noch drei. Nö. Wenn es dann immer so pixelgenau vorbeigeht, ja? Präzisionsschüsse.
Ah, wir haben wieder einen abgeräumt. Nur noch zwei. Und sie sind auch noch am selben Ort. Scheiße. Wie lange mag es wohl noch dauern? Ich denke, ich werde wieder vorspulen müssen, damit das Video keine 3 Stunden dauert. 32 Level, ich bin bei der 11. Ich spiele schon eine halbe Stunde. Das kann auch dauern. Wie? Na, jetzt vielleicht? Ja. Wie gemein. Ich dachte, der Winkel wäre anders. Aber immerhin haben wir mal wieder einen Stein getroffen. Ah, knapp dran vorbeigeflogen. Wie oft noch? Reicht nicht ganz. Der Radius ist auch sehr eingeschränkt von dem Pedal, merke ich gerade. Ja, also es ist nicht auf den vollen, sag ich mal, Radius, ne, Umfang, Drehweg des Reglers eingestellt, sondern es ist nur ein Teil. Boah, wie oft muss ich den noch treffen? Und wenn man drüber hinaus dreht, dann ist man am Rand und es passiert nichts mehr. Aber es ist auch nicht so, dass er dann sofort wieder zurückgeht. Sondern man muss auch dieselbe Strecke zurückdrehen, bevor er wieder anfängt, sich zu bewegen. Das ist ein bisschen, wenn man es nicht weiß. Oh mein Gott. Irritierend. Ja, wie machen wir das jetzt? Ungefähr so? Ja! Aber leider. Müssen wir ihn wohl noch ein paar Mal treffen. Juhu, wer hätte das gedacht? Hat ja nur Tage gedauert. Also gefühlt jedenfalls. So, jetzt müssen wir wieder mal so eine blöde Lücke finden. Einmal wieder was zum Spiel. Die Titelmusik ist ja wirklich episch. Ich weiß nicht, wie viele Remixe es davon gibt. Und sie sind alle ziemlich gut. Und
Das Spiel an sich finde ich toll gestaltet, wie man allein mit diesen Hintergrundgrafiken und dem Design dieses, nennen wir es mal, Raumschiffs, so viel Stimmung erzeugen kann. Ich finde, das hat, ist atmosphärisch. Es ist ja immer schön, wenn man mit den begrenzten Mitteln, die man damals zur Verfügung hatte, so viel erreicht. Na komm jetzt. Ah. Jawohl. Ja, da wollten wir hin. Genau, da wollten wir hin. Bleib drin. Nein, bleib drin. Nicht wieder zurück. Nein. Genau, da wollten wir hin. Ja, das war ja jetzt mal erfrischend einfach. Da stimmt doch was nicht. Das ist doch viel zu einfach. Das ist jetzt so ein Entspannungslevel quasi. Keine Steine, die man 300 Mal treffen muss. Nur bunte Steinchen abzuräumen. In einer einfachen Formation und wir können den Level sofort verlassen? Ja, super. Okay. Ah, schade. Wieder nix. Jetzt. So. Schon besser. La la la, langsam. Also wenn der Ball anscheinend eine gewisse Linie überschritten hat, ist es scheißegal, ob man ihn mit dem Schläger noch berührt. Er geht durch. Das könnte man eben richtig wunderbar in Zeitlupe beobachten. So, einfach mal wieder ein bisschen arbeiten. Nein! So kurz vorm Ausgang. Eieiei. Ob ich das nochmal kriege? Wahrscheinlich nicht. Habe ich den noch erwischt? Ja! Wer hätte das gedacht? Ah. Sind das jetzt 3 oder 4 Treffer, die man braucht bei den Steinen? Ich habe nicht mitgezählt. Also mehr als 2 definitiv. Ah.
Na, knapp vorbei. Ja. Die paar Steinchen, das ist jetzt ziemlich lästig. Ah, da war ich wieder, habe ich wieder zu weit nach links gedreht. Und dann war ich zu zögerlich. So, hier rein. Na, wie oft noch? Hm? So, jetzt sind es nur noch die da drüben. Nur noch in Anführungszeichen. Den wollte ich anschneiden, habe mich aber ein bisschen verschätzt. Wie oft muss ich ihn noch treffen? Hm? Und immer wenn ich ihn treffe, frage ich mich, wird es das letzte Mal sein? Oder setzt er den Zähler? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte eben, setzt den Zähler vielleicht zurück, wenn man ein Leben verliert. Das wäre ja perfide. Das wäre ja gemein. Jawoll! Geht doch! Menno! Den hätte ich sogar noch holen können. Oh nee, schade. Bei meinem Paddle geht das ja. Mit dem Joystick wäre ich nicht schnell genug gewesen. Yay. Nein, das war so nicht geplant. Das war auch nicht. Noch langsamer wäre vielleicht blöd. Und tschüss. So, 16. Level, Halbzeit. Okay, ich gebe es zu. Daran muss es schneiden. Das kann ich so nicht lassen. Nächster Level.
Drei Bälle sind hilfreich, aber auch schwer zu steuern. Am Ende ist es dann doch so, dass man sich nur auf einen konzentrieren kann. Und hofft einfach nur, dass die anderen zwei möglichst viel Schaden anrichten. Drei Steinchen noch. Noch zwei. Na, ach nee, die grauen da in der Mitte wahrscheinlich auch noch. Diese elend oft treffhungrigen Steinchen. Weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Ja, ich habe gehofft, ich krieg den weißen auf diese Art und Weise. Na, immerhin aber den grünen jetzt. Jetzt haben wir ihn. Das ist ja jetzt sehr unterhaltsam hier. Dieser eine verkackte Stein fehlt noch. Das wird ja wohl noch zu machen sein irgendwie. Also, komm ey. Knapp daneben. Jetzt. Nein. Nein. Komm schon. Hallo Shiri, ihr müsst wissen, unsere Katze schreit sehr viel, seit sie die letzte von drei Katzen ist, die wir mal hatten. Man kann das nur schwer, wie soll ich sagen, beeinflussen, sie macht's einfach. Deswegen hört ihr die vereinzelt auf den Videos jetzt immer mal.
weil sie hier durchs Haus wandert und Geräusche macht. Ah, oh, wie oft noch? Na komm. Da kriegst du ja Zustände. Ich stelle mir gerade vor, ich würde eine Spielhalle vor dem Automat stehen. Immer in dem Bewusstsein, da steckt mein letztes Markstück drin. Na, jetzt. Nein. Nein! In falsche Richtung abgelenkt. Wieder nix. Ist nicht zu fassen. Wer baut denn solche Spiele? Na gut. So kann ich wenigstens zielen. Immer noch nicht. Wie viele Treffer brauche ich wohl noch? Und die spannende Frage ist, wie lange brauche ich dafür noch? Immer noch nicht. Es ist nicht zu fassen. Also, Arcade-Anspruch, dass man damit Geld verdienen will, dass die Leute Münzen einschmeißen, hin oder her. Das ist echt Kacke. Das ist ein scheiß Level-Design. Immer noch nicht. Da frage ich mich schon, ob die ihre Spiele eigentlich mal getestet haben, bevor sie sie rausgegeben haben. Ob sie es selbst probiert haben. Jetzt irrt der Ball die ganze Zeit da oben rum. Immer noch nicht. Jetzt. Runde 18. Das war jetzt mal halbwegs effektiv. So. Nein, zu weit rechts.
Da wollte ich hin, sehr gut. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ach, da oben ist noch eine. Ach du lieber Gott. Den habe ich gar nicht gesehen. Da fällt mir ein, gibt es eigentlich nicht auch ein Extra, wo man denn die Steine abschießen kann? War da nicht was? Na klar. Wenn ich das Loch nicht treffen will, dann treffe ich es. Diesen einen verkackten Stein da noch holen. Sind das eigentlich im Hintergrund? Sind das Ohren? Na also, geht doch. Ja. So funzt das nicht. Der Winkel war wieder anders. Ich weiß nicht, ob man den Winkel beeinflussen kann, indem man abschießt. Ich habe keine Ahnung. Ich will mal gucken. Oh, angeschnitten. Das hat gut funktioniert. Schade. Oh, okay. Also, wenn ich das so mache. Für einen Moment dachte ich, ich hätte eine Logik entdeckt, aber es war dann wohl doch nicht so. Okay, setzen wir dem ein Ende. Nächster Level. Ha! Runde 20. Da sind auch wieder so viele graue Steine dabei, die man wahrscheinlich wieder 3000 Mal treffen muss. Slow, warum nicht? Okay. Warum ist er jetzt langsamer geworden? Habe ich ein S aufgenommen? Ich habe gar keins gesehen. Habe ich da. Hä? S wie Sleep? Habe ich geschlafen? Ja, das ist jetzt blöd. Dann halt so. Ja, wieder einen abgeräumt, sehr gut.
sehr gut. Der da unten, der nervt mich, der muss weg. Die Geschwindigkeit ist jetzt natürlich etwas, wie soll ich sagen, beunruhigend. Andererseits macht es auch Spaß. Ich habe natürlich wieder nur noch zwei, die man auch treffen muss. Oh, hat nicht ganz gereicht. Okay, wie oft muss der wieder getroffen werden da oben, ha? Wie oft? So, was machen wir jetzt da draus? Hurra! Oh nein! Hurra! Oh nein! Ja. Das ist nicht lustig. Da muss ich echt mal gucken, ob das irgendjemand mal auf YouTube durchgespielt hat. Ohne Cheat, am Stück. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen Mensch gibt, der das schafft. Da müsste man am Anfang schon ziemlich gut spielen und eine Menge Leben sammeln. Oh, der war ja vergleichsweise schnell. Jetzt im Moment macht's wieder etwas mehr Spaß. Diese gemeinen Levels, wo man so Steine so oft treffen muss, die machen keinen Spaß. Das hier ist okay. Ja. Trotzdem hätte ich nichts gegen so eine 8. Oder ein B. Weiß nicht, ob es eine 8 oder ein B sein soll. Das ist jetzt ziemlich schnell. Schade, ich habe gedacht, einer der drei Bälle räumt es vielleicht raus. Aber dann regeln wir das eben so. Oh nee, oder? Ach, Kacke. Das ist doch wieder widerlichst. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das Spiel so ein bisschen entzaubert. Aber es ist schon so, dass die höheren Level hier mit diesen vielen Steinen, ich finde, das ist eher
eine Quälerei für den Spieler als ein Spaß. Und eigentlich soll ein Spiel ja Spaß machen, auch wenn es Geld verdienen soll. Deswegen, ich finde das schon schlimm. Wie lange man jetzt mit solchen Stufen zubringen muss. Boah. Das ist jetzt auch mal ein hübscher Test für meine Aufnahmesoftware. Ich weiß nämlich nicht, wie lang die maximale Datei sein darf, wenn ich capture. Keine Ahnung. Ah. Beunruhigend finde ich, dass ich da oben noch gar nichts abgeräumt habe. Oder fast nichts. Ah. Ich wollte den D haben. Man kann nicht alles haben. Ey, das ist doch... Nee, also vom Leveldesign her echt sowas von gemeint. Die haben das doch nie im Leben mal selbst gespielt. Da hätten sie doch gemerkt, wie nervig das ist. Oder wollten die die Spieler quälen? Nee. Wieder zu weit gedreht. Wie oft noch? Und warum kriegt man nicht mal so einen Portalausgang, wenn man ihn dringend braucht? Wie ätzend. Ich weiß nicht, ich glaube, ich nenne das Video 32 Shades Grey of Arkanoid. Weil diese grauen Steine, weiß nicht, muss man sie 32 mal treffen? Fühlt sich so an. Ja, vielleicht sind es auch 50, 50 Shades. Keine Ahnung. Hier erstmal so ein Extra, um auf die Dinger zu schießen, das wäre toll. Aber das gibt's, glaube ich, nur im zweiten Teil. Oh mein Gott, wir haben mal wieder einen Stein abgeräumt. Wahnsinn! Muss man echt mal mitzählen, wie oft man die treffen muss. Das gibt's doch nicht. Na. Thank you.
gibt's einfach nicht. So fällt mir nichts mehr ein. Da tut sich ja gerade mal richtig was. Ist es wahr? War ja auch genug Vorbereitungszeit notwendig. Verpasst. Oh mein Gott. Das wär's gewesen. Das wäre der Schuss gewesen. L, also gibt's das doch. L wie Laser. Warum kommt er jetzt erst? Das ist nicht zu fassen. Stundenlang mache ich hier rum. Also auf die Nachbearbeitung von dem Video habe ich ja mal sowas von gar keinen Bock. Das weiß ich jetzt schon. Weil das kann ich ja nicht so lassen. Ja? Ich bin ja noch nicht mal ansatzweise durch und bin schon bei einer Stunde 20 ungefähr. Das guckt sich ja keiner zu Ende an. Da müssen wir dann vielleicht mal mit ein paar lustigen Spuleffekten spielen und vielleicht auch das ein oder andere mal rausmachen. Das geht ja so gar nicht. Boah. Nein! Was ich noch sagen muss, so ein Paddle zu spielen, das ist natürlich sehr gemütlich. Das liegt prima in der Hand. Den anderen Arm aufgestützt auf dem Tisch. Und man dreht mit drei Fingern an dem Ding. Den Button braucht man nicht, weil man ja nie das L bekommt, um zu schießen. Wie deprimierend, echt. Der kriegt dieses Spiel von mir auf einmal, oder für mich, ein ganz anderes Gesicht. Ja, ich wusste, dass es schwer ist. Ja, weil es ist ja auch ziemlich schnell, aber es, dass es auch noch gemein ist, weil es so gemein gestaltet ist in den höheren Stufen. So nervenfressend, so frustrierend. Dabei jetzt zuzugucken, das ist echt wirklich ätzend. Ja, eine Handvoll graue Steine hier abzuräumen und es tut sich nie was, ist schon sehr deprimierend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, denen sowas Spaß macht. Ja, also das hat schöne Level.
die man gut und schnell spielen kann und man hat dann auch, wenn man keine Fehler macht, schnell Erfolgserlebnisse. Ja, es ist ja letzten Endes so eine Art Squash-Spiel. Ja. Aber das hier, das zieht es doch nur unnötig in die Länge. Und da verliert man doch die Lust. Also ich habe jetzt schon 5-mal gedacht, ich breche das jetzt ab. Aber ich ziehe es durch. Ich ziehe es durch. Ja, wenn es wirklich nur 32 sind, dann mache ich das. Aber ich schneide alles raus, was nervt. Alles. Das schwöre ich. Weil das geht nicht. Ja. Dann habt ihr die 32 Level mal gesehen. Das wollte ich auch mal machen. Aber alles andere. Mein Gott, wie oft noch? Da guckt ihr das an. Ja, toll. Er ist bei Matrix. Ich brauche jetzt einen Ausgang. Ja, genau dazwischendurch. Super. Toll. Oh, hey. Immer noch nicht. Du bist ja echt bescheuert. Meine Güte, ey, das gibt's doch nicht. Hey, 20 Leben. Hey, Erfolgserlebnis. Yeah. Toll. Oh. Wie gut, dass ich so eine große Festplatte habe. Naja, diese Aufnahmen hier mit 576i, die verbrauchen nicht so viel Platz, Gott sei Dank. Wenn das hier Full HD wäre, hätte ich jetzt um die Zeit wahrscheinlich schon ein Platzproblem. Das merke ich immer, wenn ich Let's Plays aufnehme. Das muss ich immer gleich auf die externe verlagern. Auch den Puffer, weil das sonst nicht geht. Den da, den ganz rechts, den oberen, den habe ich jetzt schon so oft getroffen. Wie oft muss ich den noch treffen? Ich habe hier mal eine Fleißaufgabe für euch. Ihr könnt mal mitzählen. Ja. Jetzt hat ich was getan. Nur noch 5 Steine. Das ist ja nix. 4. Ja, nerv nicht. Noch 3. Werden wir es noch erleben heute? Und das Schlimmste ist, selbst wenn man den hier schafft, gibt es keine Hoffnung oder keine Garantie dafür, dass der nächste Level angenehmer ist. Kann sein. Waren ja zwischendrin auch mal vergleichsweise einfacher. Muss aber nicht. Das ist so grauenvoll.
Das war gerade eine sehr traurige Szene, das gebe ich zu. Ne? Immer noch nicht. Es ist nicht zu glauben. Ich habe den schon sehr, sehr oft getroffen. Vielleicht lese ich das einfach mal nach. Und schreibe es dann in die Beschreibung rein. Wie oft man die treffen muss. Das steht bestimmt irgendwo. Das passt ja. Ein Kacktag heute. Ich habe vorhin die Eintracht geguckt. Die hat 1-0 verloren. War eigentlich überlegen. Hätte das Spiel umgekehrt auch 1-0 gewinnen können. Wenn der Da Costa nicht an die Latte geschossen hätte. So gab es einen individuellen Fehler in der Abwehr, der zum Gegentor geführt hat. Dann sind sie das ganze Spiel über hinterhergelaufen und es wurde nix. Und ich wollte eigentlich was spielen, um mich ein bisschen abzulenken, zu entspannen, aber wenn man sowas hier macht, dann fängt man automatisch wieder an nachzudenken. Oh nee, immer noch. Zu viel Freizeit. Der da oben, der ist jetzt mal reif so langsam. Der muss jetzt raus. Nee, oder? Also das ist einer, den habe ich doch schon so oft getroffen. Der untere macht mir mehr Sorgen. Ich dachte eigentlich, den hätte ich jetzt langsam. Na, verdammt. Verschätzt. Nee, nee, Freunde. Das dauert und ist langweilig. Das ist wirklich schlimm. Also wenn es noch ein bisschen dauert, fange ich an, mich zu ritzen. Dann spüre ich mich wenigstens mal wieder selbst. Ah! Das gibt's nicht. Das ist echt der Hammer. Nee, oder? Da müsste mal ein Counter drauf. Damit man sieht, wie oft man den noch treffen muss. Das ist echt grässlich. Und der untere... Der ist noch bei weitem nicht so oft getroffen worden, weil er zwischen zwei anderen lag. Ganz nebenbei. Ja. Ich krieg bestimmt gleich wieder eine Frage gestellt, weil ich meiner Frau gesagt habe, ich nehme mal schnell eins auf. Ja. Toll, jetzt sitze ich hier schon 1,5 Stunden am gleichen Spiel, wohlgemerkt, ja. Also, das ist schon extrem deprimierend.
Ich habe aus Versehen den Stein getroffen. Nicht zu fassen. So, jetzt haben wir nur noch den. Verschätzt. Den müssen wir jetzt nur noch 58 Mal treffen. Und dann können wir schon ins nächste Bild. Juhu! Ich krieg die Krise. Ich kann es kaum erwarten. Ja, das ist so langweilig. Ich habe nicht mal die Kraft zu ragen. Ich reg mich gar nicht auf. Ich bin einfach nur traurig, gelangweilt und genervt. Okay. Noch 57. Ich werde versuchen, mir beim nächsten Mal einfach mal einen Stein auszugucken. Und darauf zu achten, wie oft ich den treffe und mitzuzählen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Bei dieser Anzahl Treffer ist ja eine Fehlertoleranz durchaus drin. Ja, ob es jetzt 50 Mal oder 60 Mal ist, keine Ahnung. Ist auch egal. Also das ist wirklich niederträchtig, sowas auf die Menschheit loszulassen. Ja? Die schreien doch danach, dass ihr Spiel gecrackt wird und ein Trainer reingebaut wird. Die betteln ja förmlich drum. Nee. Ah. Ich muss weiter nach links. Wenn ich den treffen will. Juhu, getroffen! Millimeterarbeit. Wie man sich dann grämt in der Zeit, bis man ihn zum nächsten Mal trifft. Wo man sich fragt, wäre dieser Treffer vielleicht schon der letzte gewesen? Haarscharf vorbei. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Da war was. Und fast hätte ich auch was gespürt. Los, mach schon. Nein! Millimeterarbeit wieder mal. Wie präzise ich doch an so einem Stein vorbeischießen kann. Das muss mir erst mal einer nachmachen. Das ist wirklich widerlich. Das sind die Momente, wo ich froh bin, dass ich nichts mit Facecam mache, echt wahr.
Ich halte immer so den Atem an, weil ich denke, vielleicht ist es wirklich der letzte Treffer, der mir noch fehlt. Nein, noch lang nicht. Ich habe so ein Gefühl, der begleitet uns noch eine Weile. Aber immerhin haben wir schon 21 Leben. Hey, gleich haben wir genauso viel Leben, wie wir Levels erreicht haben. Yay! Ja, Shiri gefällt das. Na toll. Nein, warum mache ich das? Ich weiß doch, dass es nicht reicht. Na, dann halt so. Nein, auch nicht. Nicht zu fassen. So vielleicht? Nein. Ja. Ist das nicht deprimierend? Ich setze dir mal ein Ende. Okay, also, Stück nach da. Immer noch nicht. Aber das ist gut. Immerhin mal zwei hintereinander. Jetzt rocken wir das Steinchen. Wir rock the rock. Nein! Und jetzt stelle ich mir vor, wie das wäre, wohl das zu zweit zu spielen. Immer noch nicht. Ich will doch nur ein neues Bild. Bitte, nur eins. Was muss ich denn vorhin eigentlich machen, dass er zweimal in dieselbe Richtung springt? Niemand weiß es. Schon wieder. Ja? Nein. Oder? Wie kann man denn immer so knapp verfehlen? Das gibt's doch gar nicht. Ätzend. Ätzend. Achso, falsch. Verpeilt. Jetzt vielleicht? Nein. Die Vollkrise, das kann ja wohl nicht sein. Wie oft muss ich hier noch treffen? Das gibt's nicht. Läuft die Aufnahme noch? Ja, okay. Daneben. Okay, ein Stück zurück. Immer noch nicht. Das ist der letzte Scheiß. Boah, wenn ich das damals gehabt hätte. Ich hätte mich so beschwert. Das hat nichts mit Spaß zu tun. Das ist echt einfach nur frustrierend und
Nervig. Jetzt vielleicht? Nein. Das war so nicht gedacht. Es ist wirklich erstaunlich, wie perfekt man diesen Stein verfehlen kann. Da wollte ich mit Gewalt so ein bisschen mal anschneiden. Immer noch nicht. Das ist nicht zu glauben. Ich glaube, den Spaß erlaube ich mir. Ich gucke mir das im Video genau an, dann, wie oft ich diesen verfickten Stein treffen muss. Weil es ist ja der letzte. Da ist dann die meiste Zeit das Mitzählen relativ einfach. Das gibt's doch nicht, echt wahr. Immer noch nicht. Vielleicht mache ich es jetzt einfach so, weil ich glaube, das geht schneller, wenn ich einfach immer ein Leben verliere und positioniere mich da, wo ich weiß, dass ich ihn treffen kann. Hier. Weil das geht schneller, als wenn ich es mit Absicht versuche. Scheint mir. Das gibt's nicht. Oh, jetzt will ich den Ball vergeigen und darf nicht. Nicht zu fassen. Okay, das ist mir echt zu blöd gerade. Dann mach ich's lieber so. Immer noch nicht. Okay, immerhin habe ich ihn jetzt dreimal getroffen in einem Spiel. In einem Ballwechsel nenne ich es mal. Aber so wird das nichts. Also raus. Immerhin habe ich dieses Werkzeug. Diese Fluchtmöglichkeit. Immer noch nicht. Nee. Wie viele können es jetzt wohl noch sein? Das Witzige ist, ich dachte am Anfang des Spiels, das sind Steine, die man nicht abräumen kann. Ich dachte, die bleiben stehen. Das ist nicht normal. So ein Scheißdreck, echt. Nee. Das ist nicht zu glauben. Ich wollte eigentlich eine Handvoll Spiele aufnehmen und jetzt sitze ich hier an einem seit bald 2 Stunden. Das ist so gemein. Und ich bin noch nicht fertig. Ich will es ja durchziehen. Okay. Es nicht zu fassen.
Das ist echt die Vollkrise hier. Also gut. Jedes Mal habe ich so die Hoffnung, komm, das ist jetzt der letzte. Und ich kriege sie komplett enttäuscht. Also nochmal fürs Protokoll, ich mache das gerade mit Absicht, weil ich sonst noch länger brauche als so. Der ist es jetzt. Nein. Aber der jetzt ganz, nein, doch nicht. Das muss jetzt der letzte sein, oder? Nein, immer noch nicht. Es ist nicht zu fassen. Immer noch nicht. Ey, die wollen einen doch echt verarschen. Immer noch nicht. So was habe ich nicht erlebt. Hallo Frau! Guck mal, das ist total bescheuert. Man muss diesen Stein hier zigmal treffen. Und ich habe ihn immer noch nicht fertig. Nur diesen einen Stein. Frau Retrolutzer hat sich Gebärdensprache angewöhnt und wollte mir wohl mitteilen, dass sie was zu essen macht. Und ich muss das mal unterbrechen. Ich kann versuchen, das zu unterbrechen. Aber ich würde es natürlich am liebsten machen an einer Stelle, die ich gut schneiden kann. Ja, es kann doch nicht mehr so weit sein. Ich fühle mich so gedemütigt von diesem Spiel. Ich höre das Ping, aber der Stein verschwindet nicht. Wie kann denn das sein?
Wenn der weg ist, gehe ich essen. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Langsam wird's echt lächerlich. Naja, was heißt langsam? Ich krieg die Vollkrise hier. 2 fucking Stunden sitze ich jetzt schon hier. Nee, oder? Und alles, was ich höre, ist Ping und der Stein ist immer noch da. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt komm. Wie oft noch? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Scheiß 60 Euro gekostet hat oder 60 Mark damals, na komm, immer noch nicht. Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Okay, so, Pause, Pause. Ich bin... Hallo, da bin ich wieder. So, jetzt war ich das Essen und guck mal, ob das jetzt vielleicht mal ein bisschen schneller geht. Immerhin sehe ich hier keine grauen Steinchen. Was mich etwas beunruhigt ist, ich habe die Pause-Taste bei der Aufnahme gedrückt. Das hat den Uhrzähler aber irgendwie nicht... Ach doch, da. Nee. Ja, jedenfalls stehen hier jetzt 4 Stunden auf der Uhr. Gut, ich werde das ja leicht erkennen, wo die Pause ist. Trotzdem 4 Stunden Videomaterial zu exportieren und ich bin ja noch nicht fertig. Das wird ein bisschen dauern. Oh nein, ich hätte rausgehen können. Scheint aber ein vergleichsweise einfacher Level zu sein. Juhu! Oh nein, da sind wieder so viele. Muss doch irgendwann mal da durchkommen. Daneben. Ja, zu weit rechts. Links. Das andere rechts. Gut, kürzen wir das mal ab. Oje, oje, oje. Da kommt man auch wieder nur rein, indem man erstmal oben diese Reihe da abräumt.
ist schon fürchterlich irgendwie. Okay, das war jetzt nicht so schlecht. Wie oft muss ich diese Steinchen noch treffen? Ich habe wieder nicht mitgezählt. Heiß jetzt. Ja, ich war jetzt essen. Und ich glaube, ich habe euch ein Level unterschlagen, weil da ist was schiefgegangen mit der Pausetaste. Irgendwie hat er nicht weiter aufgenommen. Und das habe ich eben erst gemerkt. Deswegen, den letzten Level, der war vergleichsweise einfach. Den habe ich jetzt nicht. Dafür haben wir jetzt wieder hier so eine Perle mit grauen Steinchen, die man wieder 3 Millionen Mal treffen muss. Das ist echt deprimierend. So, jetzt sind wir mal da drin. Und gleich wieder draußen. Nein! Ich weiß nicht, wie man das beeinflussen kann, wenn man selber abschießt, in welchem Winkel er abschießt. Bitte, bitte, bitte. Nein! Oh. Das war blöd. Ich hätte das ganze Drama jetzt beenden können. Ich muss den mal wieder oben da hinkriegen. Jawohl, genau so. Ja, na endlich. Raus da. Oh nee!
Ey, was ein Scheiß. Das gibt's doch mal nicht. Nee, das ist nicht wahr. Das ist doch nicht. Denkt sich denn so einen Quatsch aus? Fuck. Oh, da stand das Pedal blöd. Ach, Gott sei Dank. Ach, was ein Drama. Na gut. Vorhin hat er mir die Dinger nicht gegeben. Jetzt ja immerhin. So, reicht das? Jawohl. Ich brauche einen Ausgang. Das ist jetzt noch mal ätzend, weil man wieder nur durch die Grauen durch kann. Die hellblauen sind die, die nicht weggehen. Man kommt durch die Grauen nur durch, wenn man es jetzt 3 Millionen Mal trifft ungefähr. Und bevor man da nicht durchbricht, hat man auch keine Chance, mal irgendwie ein Extra zu kriegen. Ich wiederhole mich ja ungern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand durchgespielt hat, ohne zu bescheißen. Und selbst wenn ich ein Video damit finden sollte, müsste ich mir genau angucken, ob derjenige nicht gecheatet hat mit der Aufnahme beim Emulator. Also der da oben hat eigentlich die größte Chance, dass ich da durchkomme, weil den habe ich schon am ehesten oder am meisten berührt. Na, wer weiß, was das überhaupt wert ist. Da muss man sehr geduldig sein. Ich spreche da nicht mal von mir, sondern von euch.
Ich glaube nicht, dass jemand noch da ist. Wenn doch, schreib's in die Kommentare. Hashtag ich bin der Härteste. Dann weiß ich, dass du an dieser Stelle noch zugeguckt hast. Jetzt ist er schon spät, jetzt lässt er noch die Konzentration extrem nach. Aber es sind wohl nur noch dieser und noch zwei. Deswegen jetzt aufzuhören, wäre doch total bescheuert. Zumal ich am echten C64 spiele, ich habe also keine Möglichkeit zu speichern oder zu freezen oder so. Muss doch irgendwann mal da durchkommen mit diesem verkackten einen Stein, den ich jetzt schon so oft getroffen habe. Ich bin durchgebrochen. Selbst wenn es mir jetzt gelingt, diese bunten Steine alle relativ schnell abzuräumen, so bleiben die grauen ja immer noch übrig. Ach, jetzt kommen die ja auch noch. Bitte, 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 so ein Level-Ausgang wäre jetzt ganz toll. Das ist ja echt so deprimierend.
Ich möchte es nur noch hinter mich bringen. Ich habe mir den Abend anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich schaffe 3, 4 verschiedene Spiele. Stattdessen spiele ich jetzt 4 Stunden an einem. Das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Immerhin mit den 3 Steinen, mit den 3 Bällen, konnte ich ein bisschen was abräumen. Jetzt habe ich natürlich nur noch diese grauen Steine am Hals. Nicht die blauen, nicht. Na. Oh, wieder mal einen abgeräumt. Ist es wahr? Und noch einen. Läuft ja gerade richtig gut. Oh, 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 oh.
Jetzt hängt es wieder nur noch an diesem einen Scheißstein. Na super, jetzt geht das Drama von vorne los. So war das nicht geplant. Ah. Wie oft werde ich ihn wohl treffen müssen? Niemand weiß es. Na toll. Jetzt geht das wieder los. Wie oft werde ich ihn treffen müssen? Oh mein Gott, tatsächlich. Ach du Scheiße. Nee, oder? Ach du lieber Gott. Das ist ja die Hölle. Hoffe ich jedenfalls nicht. Vielleicht, wenn man irgendwo, wenn man irgendwo gleich reinkommt. Dass er sich da dann so ein bisschen den Weg freischießt. Wieder zu weit nach links gedreht. Meine Güte. Na, endlich kann ich mal schießen. Viel gebracht hat's nicht. Aber es war ein schönes Gefühl. Thank you.
Ja, ich bin noch da. Ich habe noch nicht mehr so viel zu erzählen. Da war ich auch mit Paddeln nicht schnell genug. Noch langsamer geworden. Gott sei Dank, ey. Nee, das ist echt kein großer Spaß. Nicht so einfach, die Kugel da oben unterzubringen. Das war doof. Na, wenn der so gerade geht, bringt das nichts. Schwein gehabt. Oh mein Gott! Wir haben es geschafft, Endgegner. Endgegner-Time. Ach, okay, die darf ich nicht berühren. Wie nett. Naja, ist ja nicht so, dass ich kein Leben hätte. Wie oft muss ich ihn treffen? Wahrscheinlich sehr, sehr oft. Ja. Oh mein Gott, das war jetzt vergleichsweise so einfach. Dimension Controlling 4-2 has now been demolished and time started flowing backwards. Voss managed to escape from the distorted space, but the real voyage of Hakamari in the galaxy, blah. Echt jetzt? Das war alles? Na gut. 32 Levels Arcanoid. 32 Shades of Arcanoid. Es war furchtbar. Ich habe 4 Stunden gebraucht.
Ihr werdet wahrscheinlich das Ganze extrem runtergedampft bekommen, weil das kann ich so nicht hochladen. Da habe ich... Nee. Da mache ich irgendwie eine Rage- und Fail-Compilation draus, sonst kann man sich das ja nicht angucken. Wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, dann habt ihr das Ergebnis ja begutachtet und ich hoffe, ich konnte euch trotzdem damit unterhalten oder euch wenigstens informieren, weil ihr neugierig wart auf die 32 Bilder. Es tut mir leid, dass eins fehlt. Also ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, weil bei der Aufzeichnung habe ich eine Pause gemacht und da ist was schiefgegangen. Könnte ein Level fehlen, wenn nicht, ihr werdet es überleben. Und ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex. Und ihr seid die Geilsten. Und ich gehe jetzt ins Bett. Ciao, ciao.